Roman. Wir befinden uns jetzt schon in Teil 5 der bescheuertsten und kreativsten Waffen in Games. Eure Vorschläge in den Kommentaren waren auch schon so gut, dass wir theoretisch einen 6. Teil basteln könnten. Danke für jede Nachricht von euch. Und jetzt lehnt euch zurück, gönnt euch einen Schluck Cola, es geht los mit den verrücktesten Waffen in Games Teil 5. Fangen wir direkt an mit einer Waffe, die im Real Life niemals bestehen könnte. Oder habt ihr schon mal mit einem Hamburger um euch geschlagen? Na bitte. Dieser, Dolch ist eigentlich gar keiner. Es soll in Diablo 3 schon ein echter Hamburger sein. Dieses Fastfood macht zwar keinen nennenswerten Schaden, es sieht aber ziemlich lässig aus. Um diesen Einhänder zu ergattern, müsst ihr euch nach Whimsyshire begeben. Wenn ihr dort genug Pinatas und fröhliche Wölkchen abmetzelt, habt ihr eine Chance auf den Burger-Dolch. Gary's Mod ist ein Sandbox-Physik-Game, das nach dem Programmierer des Spiels, Gary Newman, benannt wurde. In diesem Spiel können Gamer alleine oder zusammen mit anderen Spielern abstrakte Versuche mit der Source Engine anstellen. Die Dinge, die hier von Spielern möglich gemacht werden, sind zum Teil absolut lächerlich. Im positiven Sinn natürlich. Wisst ihr noch, als die Neon Cat gehypt wurde? In Gary's Mod kannst du sie abfeuern. Die Neon Gun ist die Massenvernichtungswaffe und Nervgegenstand Nummer 1 im Spiel. Mehr Neon Cat gefällig? Könnt ihr haben. Auch in Terraria habt ihr die Möglichkeit, die Neon Cat abzufeuern. Nur heißt sie hier Miao Mir. Sie sieht aus wie in Gary's Mod, mit Regenbogenstrahlen und der Neon Cat vorne drauf. Und sie ist eine der stärksten Waffen im Spiel. Wenn ihr mit dieser Knarre ausgerüstet seid, explodieren eure Feinde wie Popcorn. Ja, Skyrim. Die Welt, in der Mystik und Magie noch leben und in der immer wieder Dinge geschehen, auf die ihr nie und nimmer vorbereitet wart. Bestes Beispiel hierfür ist der Bobberjack, ein mystischer Stab, der eine unvorhergesehene Kraft auf sein Ziel auswirkt. Du setzt ihn ein und weißt im Vorfeld nicht, was mit deinem anvisierten Ziel geschehen wird. Ein Bandit kann sich in einen Hasen verwandeln oder ein Hirsch in einen Dremora. Er kann aber auch einfach magischen Schaden wie Feuer, Frost oder Blitz zufügen. Teilweise sind die Effekte sehr skurril. Es kann vorkommen, dass sich dein Gegner in einen plötzlichen Geldhagel oder einen Kuchen verwandelt. Wird der Bobberjack allerdings gegen einen Drachen eingesetzt, dann teilt der Stab nur einigen Schaden aus. Der Drache wird dabei weder verwandelt, noch erleidet er sonst einen magischen Effekt. Und sorry, wir können es nie lassen, die Hühner zu belästigen. Du bist glücklich, eine Heldin. Was stimmt denn nicht mit dir? Vor 2 Jahren wartete auf Fans von Far Cry 5 ein ganz besonderes Schmankerl, das sie mit Beenden des damaligen Live-Events freischalten konnten. Das war der legendäre Schaufelwerfer. Quasi ein Raketenwerfer, der Schaufeln abfeuern kann. Jedes Magazin besteht aus 3 Schaufeln, die ihr nach erfolgtem Abschuss wieder einsammeln könnt. Leider ist der Schaufelwerfer nur im Singleplayer verfügbar. Die Effektivität der Waffe macht einfach Spaß.
Wird jemand von einer Schaufel getroffen, wird er von ihrer Wucht mitgerissen und einige Meter weit weggeschleudert. Das Einzige, was ihr beachten müsst, ist, dass diese Schaufeln einer ballistischen Flugbahn folgen, was etwas Übung erfordert, wenn du aus größerer Distanz feuerst. This genetically mutated Xenergo is the perfect weapon for crowd control of a destructive nature. Firing the weapon at a group of enemies will unleash a deadly and destructive mating call. For added kick, try squeezing the trigger when the Xenergo's lungs are full. The Sonic Eruptor, available only at Grumman. Ja, ich habe es in euren Kommentaren immer wieder gelesen, dass Ratchet und Clank mit die geilsten Waffen hat. Und die lächerlichste von allen ist wohl die Rülpskanone, besser bekannt als Sonic Eruptor. Und diese Knarre funktioniert nur mit dem daran befestigten Alien. Es ist also ein bisschen fies. Am Sonic Eruptor ist ein froschähnliches Alien montiert, das die Eigenschaft hat, markerschütternde Rülpse auszustoßen. Die Waffe verfügt über einen Mechanismus, der das Tierchen zum Aufstoßen bringt, sobald es mit Luft gefüllt ist. Dabei kriegen sämtliche Feinde, die sich vor dem Xenogoat befinden, mächtigen Schaden ab. Hier nochmal eine Compilation der besten Rülpser für euch. Link hat in Breath of the Wild unzählige Waffen zur Auswahl. Einer der witzigsten, aber nicht sonderlich effektiven Waffen ist der Scherzhammer. Du musst ihn beidhändig führen, was dir leider den Einsatz deines Schildes nimmt. Wenn du Bokoblins oder Moblins schlägst, dann hoffst du auf den Spezialeffekt, den dieser Scherzhammer mit sich bringt. So macht er nur den Schaden von 1. Aber du hast immer die Chance, dass dein Gegner mit einem Treffer weggeschleudert wird. Wenn du es schaffst, die Bokoblins ins Wasser zu schubsen, dann hast du dort leichtes Spiel, denn schwimmen können diese Viecher nicht. Von der Dead Rising-Reihe bist du schon einiges gewohnt. Die Waffenkombinationen, die du hier aus Haushaltsgegenständen zusammenbasteln kannst, könnten nicht kreativer sein. Sogar aus harmlosen und hübschen Dingen wie Lego-Kinderspielzeug kannst du hier brutale Waffen basteln. Du schnappst dir einen Lego-Kopf, beugst dich vor und startest den dran montierten Propeller. Voila, Zombie-Geschnetzeltes! Du willst eine ganze Stadt zum Ausrasten bringen? Der Beat soll richtig abgehen? Es ist schon zu schade, über diesen Sound drüber zu labern. Hier kommt die Dubstep Gun aus Saints Row 4. Diesem Beat kann keiner entkommen. Kranker als die Postal-Reihe kann der Humor in Videogames kaum werden. Die Kreativität, die die Entwickler hier in Bezug auf Waffen an den Tag legen, ist absolut irrsinnig. Egal ob tollwütiger Dachs, AIDS-infizierte Affen oder Pitbulls, die es auf deine Weichteile abgesehen haben. Der bescheuertste Angriff in Postal ist wohl das Anpinkeln. Du machst keinen Schaden, aber was könnte provozierender und kränkender sein? Die Entwickler Running with Scissors wollten hier ganz klar eine Grenze überschreiten und das haben sie auch geschafft. That's the ticket. Danke fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne, welche Waffe ihr für die krankeste haltet.
Abonniert den Channel für mehr komisches Gameplay, Boss-Videos oder Easter Eggs in Games. Hier auf Play with Kate. Danke und bis zum nächsten Mal.